Tribut zollen müssen. Fans aus Linz, für sie wäre es natürlich die absolute Genugtuung, damals mit der Fusion mit dem LASK quasi untergegangen, auf der Strecke geblieben. Dann 1997 die Neugründung des ehemaligen Austria Tabak Linz Teams. Und nach langen Jahren in den Unterligen ist jetzt der Aufstieg, die Rückkehr in den Profifußball wieder möglich. Nur ein Elfmeterschießen trennt die Linzer davon. Wattens hingegen würde nach 11 Jahren in der Regionalliga wieder den Sprung in die erste Liga, in die zweite österreichische Leistungsklasse finden. Noch ein kurzes Gespräch mit den Torhütern von Seiten von Schiedsrichter Gangl. Tino Wawra hingegen steht schon für Blau-Weiß Linz bereit. Also, Blau-Weiß Linz beginnt hier mit dem alles entscheidenden Elfmeterschießen mit Kapitän Tino Wawra. Jetzt kehrt auch Torhüter, Wartenstorhüter Egger zurück. Also Kapitän Wawra gegen Wartenstorhüter Markus Egger. Und Dino Wawra lässt sich das nicht entgehen. 1:0 im Elfmeterschießen für Blau-Weiß Linz. Matthias Bergdolt und mit Glück 1:1 der Ausgleich. Einigen Fans hier im Stadion wohl das Herz ein bisschen stehen geblieben. David Wimleitner im falschen Eck. Ausgleich. Matthias Gstrein war es übrigens, also Matthias Gstrein zum 1:1 für die Wattener. Und Thorsten Knabel nur an die Stange. Kleiner Vorteil hier für die Heimmannschaft. War Markus Egger auch dran. Thorsten Knabel, der jetzt das Pendel wieder ein bisschen in Richtung Wattens ausschlägen lässt. Jetzt Matthias Bergdolt. Und der trifft. 2:1 für Wattens. Koll ganz sicher in die Mitte. Zumindest einmal der Ausgleich hier für Blau-Weiß Linz. Die Hoffnung lebt also. Aber man hat einen Elfmeter schon vergeben. Das heißt, wenn jetzt Wattens treffen sollte, sind sie nur mehr einen Treffer entfernt vom Aufstieg. Psychospiele, die jetzt folgen. Sebastian Siller, der Verteidiger. Und auch er trifft. 3:2 für Wattens durch Siller. David Wimleitner war zwar wieder in der Ecke, aber aufgrund des tiefen Bodens wurde der Ball dann immer schneller, weil er vorher noch aufgekommen ist. Blau-Weiß damit bereits unter Zugzwang.
Svetozar Nikolov. Ganz locker zum Ausgleich von 3:3. Aber Blau-Weiß hat ja begonnen mit dieser Serie. Das heißt, das war jetzt ein Mindestziel von Nikolov und jetzt muss David Wimleitner den nächsten halten oder der nächste verschossen werden. Und David Wimleitner hält ihn! Ich habe es irgendwie geahnt, dass dieses Spiel hier nicht nach jeweils 5 Schützen zu Ende ist. Patrick Steinkellner, der Held vom Hinspiel. Eigentlich gut geschossen, aber sensationelle Parade von David Wimleitner. Und damit erstmals die Führung für Blau-Weiß Linz. Erstmals seit der ersten Tranche hier in diesem Elfmeterschießen. Ja, kann sich hier alles so schnell ändern. Der eingewechselte Emre Karayün, der Torschütze. Armin Hobel. Und der versemmelt den und damit ist Blau-Weiß Linz nächstes Jahr wieder im Profifußball zurück. Was heißt wieder? Erstmals in der Geschichte dieses Vereins zurück. Armin Hobel mit dem zulässigen Versuch hier, David Wimleitner zu überwinden. Und der Jubel hier in Wartens kennt auf Seiten der Linzer Fans. Knapp 1000 sind mitgekommen. Natürlich keine Grenzen. Unglaubliche Wende auch in diesem Elfmeterschießen. Und rein nach dem Spielverlauf sicherlich kein unverdienter Sieg hier für die Linzer. Fans natürlich hier nicht mehr zu halten, denn wie gesagt, es winken nächstes Jahr Duelle auf Augenhöhe mit dem großen Rivalen, mit dem LASK. Und da wird in Linz sicherlich einiges los sein. Eine Mannschaft, die zumindest vom Fanpotenzial sicherlich eine Bereicherung sein wird für die erste Liga. Und das einfach zulässig gemacht. Da wird er sich sicherlich einiges anhören müssen, der Armin Hobel. Bester Torschütze während der Saison, aber den alles entscheidenden Elfmeter, den darf man einfach nicht so schießen. ...1997 gegründet als nomineller Nachfolger des damaligen FC Linz. Rein statutentechnisch Nachfolger von FC Austria Tabak Linz. Aber die Fans haben immer gesagt, wir sind der Nachfolger von Föst Linz. Ist diese Mannschaft also erstmals im Profifußball vertreten? Und das, nachdem es nach dem Hinspiel im Donaupark ja alles andere als gut ausgesehen hat. 0:1 Niederlage nach dem Treffer von Patrick Steinkellner. Sicherlich ein Rückschlag gewesen, auch für die Psyche der Mannschaft, die ja rein nominell als Favorit hier in diese Relegationspartien gegangen ist. Und da musste natürlich Trainer Gerald Perse einiges auch psychologisch machen, um seine Mannschaft wieder hier so aufzubauen. Ja, nochmal, dieser unverständliche Versuch von Armin Hobel. Der Mann ist 34 Jahre alt, hat einen bulligen Körperbau und kann sicherlich einen Fußball aus 11 Metern mit einer höheren Geschwindigkeit als 13 km/h in Richtung gegnerisches Tor schießen. Mir ganz unverständlich, warum er den so probiert.
Das kann ich machen, wenn meine Mannschaft 4:0 führt oder wenn es um sowieso nichts mehr geht. Da hat er seinem Team einen Pyrrhusdienst erwiesen. Diesen Fans wird es egal sein, die freuen sich darüber. Und man ist ja auch vorbereitet in Linz. Man rechnet mit rund 500.000 Euro, die aus zusätzlichen Werbeeinnahmen plus Fernsehgeldern hier kommen werden. Man wird versuchen, eine zumindest schlagkräftige Mannschaft hier in die nächste Saison zu schicken, um das Märchen, das hier jetzt begonnen hat, vielleicht auch nächstes Jahr weiterzuführen und nicht wieder absteigen zu müssen. Vom Fanpotenzial her sicherlich diese Mannschaft hervorragend. Spricht allein dafür, dass heute 1000 Leute mitgekommen ist. Und ich höre, wir haben bereits einen Gesprächspartner bei Fred Lentsch. Fred, bitte. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von BetAtHome.com. Das Leben ist ein Spiel. Unglaublicher Jubel, keine Frage. Die Jungs von Blau-Weiß Linz feiern hier natürlich den Aufstieg in die erste Liga. Michael Wixitz, der Mann, der mit dem 1:0 die Vorentscheidung hier getroffen ist bei mir, und der strahlt übers ganze Gesicht. Michael, einmal die ersten Gefühle jetzt nach diesem unglaublichen Krimi hier in Wattens. Also einmal ganz ehrlich, ich bin überwältigt von den Gefühlen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade noch dabei, das Ganze zu realisieren. Ich will die ganze Atmosphäre in mir einsaugen. Ich habe das noch nie gehabt in meiner ganzen Fußballkarriere. Seit 10 Jahren bin ich jetzt Profi und jetzt ist es einfach Gott sei Dank einmal so weit, dass ich so einen Aufstieg mit vor allem mit Blau-Weiß Linz geschafft habe. Ich bin ein Verein, den schon wirklich viele nicht mehr da oben gesehen haben. Und jetzt, ich bin so glücklich für die Mannschaft, die so hart dran gearbeitet hat und an sich selbst geglaubt hat. Wir haben bis zum letzten, wie gesagt, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Meter dran geglaubt und Gott sei Dank hat es geschafft. Ich bin glücklich für die Fans, die uns so dermaßen mörderisch unterstützt haben. Fürs Umfeld, für den Vorstand, für den Trainer, für den Berzi, für alle. Ich kann gar nicht alles sagen. Danke, danke, danke. Danke vielmals. Ganz kurz noch, was heißt denn dieser Aufstieg jetzt für Ihre Mannschaft, für Blau-Weiß Linz, eine Traditionsmannschaft? Ja, ich glaube, wir haben wieder eine Traditionsmannschaft, wie Sie schon gesagt haben, zurück im österreichischen Profifußball. Ich glaube, es tut sicher ganz Österreich gut mit den Fans, mit dem Umfeld. Das ist nur Gewinn, glaube ich, für den Fußball. Und ich bin wirklich happy einfach, dass das geht. Danke, Michael. Alles Gute. Der Michael geht feiern, keine Frage. Er muss feiern. Und wir sagen noch einmal danke fürs Zusehen und geben nochmal zurück nach Barndorf zum Toni Dienstig. Simon Knöbel, das war es von der Relegation. Ich danke für Ihr Interesse und darf mich im Namen von allen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen.